Fuck, Leute. Und damit willkommen. Die sind so riesig geworden. Wer macht einfach Saltos? So, wir haben jetzt ein kleines Problem jetzt hier, ja? 2-3 Tage sind jetzt vergangen und ey, ich hasse mich dafür, dass ich es nicht gefilmt habe. Ich hasse mich so sehr. Die Urzeitkrebse sind riesig geworden. Und wenn ich sage riesig, dann meine ich gigantisch, Leute. Was laber ich? Wir haben hier auf jeden Fall eine rapide Wachstumssituation, Leute. Schaut euch mal, wie riesig diese Teile geworden sind. Alter. Der macht so Saltos. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum jetzt nur noch einer hier drin ist. Ob der alle anderen weggesnackt hat. Ah, hier hätte ich noch einen. Ein weiteres Problem ist, das Wasser ist super unklar geworden. Das heißt, wir müssen heute auf jeden Fall den Tank mal erneuern. Boah, ey, die kämpfen richtig. Boah. Was denken sich diese Urzeitkrebse? Die denken sich wahrscheinlich, warum schwimmen wir zur Hölle in Milch? Der ist so auf dem Rücken, dieser Urzeitkrebs. Das heißt, wir müssen dieses Becken heute mal so richtig schön reinigen, damit wir endlich mal wieder klar sehen können, beziehungsweise damit die Urzeitkrebs auch wieder klar sehen können. Ja, wie ihr sehen könnt, ich nehme meine Vaterschaft sehr ernst. Und ich muss nochmal erwähnen, wie krass es ist, wie riesig die Teile geworden sind, vor allem so über die letzten 2-3 Tage. So. Ja. Ah, der ist ein Biester geworden, Monster. Und der macht so Saltos die ganze Zeit. Was hat er im Essen, kann das sein? Ich weiß nicht, ob der im Essen ist. So ein Staubsauger. Und da ist der andere. Oh, das ist rot. Ist das ein Weibchen? Mama meint, das ist aber noch einer, ne? Irgendwo. Ja. Da hinten ist noch einer. Ich weiß nicht, ob der tot ist. Schon mal, ihr wisst, wie groß das Becken ist. Vergleicht das einfach mal mit dieser Größe. Und der hat wirklich irgendwie was Wackes am Schwanz kleben. Deine Mom meint irgendwie, die können noch größer werden. Ja, die werden eigentlich noch 80 Mal so groß. 80 Mal. So, die milchige Suppe wird jetzt ersetzt durch neues, klares, destilliertes Wasser. Und das muss natürlich eine Temperatur von 25 bis 26 Grad haben. Wir wollen die ja auch nicht einfrieren, sondern weiter leben lassen, weiter wachsen lassen. Boom. So, ich rette euch dann mal aus eurer eigenen Pisse. Bis 40 Grad. Oh, damit kochen wir die. Das Wasser läuft schnell. Das heißt, wir kühlen das wieder ab. So, wir kühlen es jetzt ab auf dem kühlen Boden. So. Seht ihr, wie dreckig das Wasser ist? Wichtig, dass Wasser sauber ist, damit sie genug Sauerstoff bekommen. Boah, für die ist das bestimmt so gerade Naturkatastrophe. Geh mal weg. Bevor ich jetzt diesen Topf da aber reinschüttel und eine zweite Naturkatastrophe für die auslöse, machen wir das lieber ganz gediegen, in Ruhe, mit Löffelchen. Wir sind bei 26 Grad, sogar jetzt noch wärmer als gerade eben. So, es ist 28 Grad gerade. Okay, es geht wieder runter auf 26 Grad. Wärme wieder an. 26 Grad, perfekt. Dem geht's wieder gut. Guck mal, Leute, hier nochmal das Größenvergleich. Dem Großen müssen wir einen Namen geben. Reinhard. Denn dein Herz ist rein. Doch dein Panzer ist hart. Reinhard. Ich frage mich trotzdem immer noch, was mit den 7 anderen Urzeitkrebsen passiert ist. Dann schauen wir doch mal, wie ihr morgen aussieht. Bitte, bitte verreckt mir nicht. Danke. Ey, es tut mir so mega leid, dass es jetzt so eine schlagartige, traurige Wendung nimmt. Zwar geht es dem Bro von Reinhard gut, aber Reinhard selbst ist einfach gestorben. Scheiße. Das war's dann auch schon mit meiner viel zu kurzen Urzeitkrebs-Serie. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich traurig. Irgendwie sind mir die kleinen Viecher ans Herz gewachsen jetzt. Ey, es ging so schnell einfach alles. Fuck. Ach, scheiße. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, wenn der Schwanz so nach oben zeigt, wenn die tot sind, dann haben die wahrscheinlich zu viel Futter bekommen. Und ich habe die ganze Zeit Schiss gehabt, dass sie verhungern. Jetzt ist Reinhard gestorben. Um ihn kümmert es gar nicht, der macht aber noch Fotos. Was machst du? Ich mache einen GIF. Das fuckt mich gerade richtig ab. Einer lebt halt noch. Reinhard hat auf jeden Fall so 2 Wochen überlebt. Nicht so lange. Und Reinhard ist auch schon so groß geworden. Ey, fuckt mich das ab.
Ich kann das nicht nochmal machen. Ich habe das jetzt 5-mal gemacht hintereinander. Ich säuber mal das Wasser, denn es gibt ja noch einen Überlebenden. Guck mal, er ist an meiner Hand. Ja. An meinem Finger ist er.